Das ist ein seltenes Bild. Der oberste geistliche Führer des Iran, Khamenei, bei der Freitagspredigt in der iranischen Hauptstadt Teheran. In seiner Ansprache hat er sich demonstrativ hinter die verbündeten Milizen des Iran gestellt. Die Ansprache kommt nur kurz, nachdem sich Israel und die Hisbollah erneut massiv beschossen haben. Mit mehr als 230 Raketen soll die libanesische Miliz angegriffen haben. Das israelische Militär hat erneut Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut ins Visier genommen. Brotbacken an einem neuen Kriegsmorgen. Nicht nur hier in der südlibanesischen Stadt Sidon haben viele Menschen wieder eine unruhige Nacht verbracht. Die Luftschläge am Abend waren sehr hart. Man hat sie bis hier in die Stadt gehört. Die Einschläge waren weiter weg, aber wir haben es gehört. Angst und Horror. Wir sitzen nur hier, sehen die Nachrichten und sagen, möge Gott den Libanon beschützen, unsere Stadt und den ganzen Süden. Süd-Beirut, kurz nach Mitternacht. Die bisher wohl heftigsten Angriffe auf die libanesische Hauptstadt. Ziel, Berichten zufolge, eine Bunkeranlage der Hisbollah-Führung. Möglicherweise befand er sich zum Angriffszeitpunkt vor Ort. Hashem Safieddin, der Mann, der dem vor einer Woche getöteten Hisbollah-Chef Nasrallah nachfolgen sollte. Ob er jetzt auch tot ist, unklar. Wie geht es weiter mit der vom Iran unterstützten Miliz und ihrem Krieg mit Israel? Heute Morgen landet der iranische Außenminister in Beirut. Er dürfte im Libanon auch Gespräche mit der Hisbollah suchen, beziehungsweise dem, was von ihr übrig geblieben ist. Nach Irans Angriff auf Israel am 1. Oktober steht die Region am Abgrund. Israel und die USA diskutieren weiter darüber, wie stark man jetzt gegen den Iran zurückschlagen sollte. US-Präsident Biden geht im Gespräch mit Reportern aber davon aus, dass eine ganz große Eskalation offenbar noch verhindert werden kann. Ich glaube nicht, dass es einen umfassenden Krieg geben wird. Ich denke, wir können ihn vermeiden. Worte, die viele Menschen im Libanon irritieren dürfen. Hier fühlt es sich an manchen Orten schließlich schon jetzt an wie ein umfassender Krieg. Die Fälle, die hier ins Krankenhaus kommen, sind manchmal einfach zu viel für uns. So furchtbar und grausam. Abgerissene Hände, abgerissene Beine, bei manchen fehlt der Kopf. Es sind Geschichten, die so herzzerreißend sind, dass sogar ein Stein weinen würde. Hunderttausende sind auf der Flucht. Viele sind obdachlos und schlafen auf der Straße. Ein Grenzübergang nach Syrien, den in den vergangenen Tagen noch viele nutzten, inzwischen bombardiert. Die, die es sich leisten können, reisen mit der Motorjacht ab in Richtung Zypern. Tja, aber das können viele sicher nicht. Wir sprechen noch mal mit Simon Riesche in Beirut. Ja, wie stark konzentrieren sich die Angriffe jetzt tatsächlich auf die Hauptstadt, in die ja eben viele Menschen geflüchtet sind? Ja, die Hauptstadt Beirut ist eines der Ziele, das das israelische Militär jetzt immer wieder angegriffen hat. Aber hier vor allem, es gab eine Ausnahme gestern, aber vor allem sind es weiterhin die südlichen Vororte von Beirut, die ins Visier genommen werden, auch in der vergangenen Nacht. Wir haben die dramatischen Bilder ja gesehen, eine gewaltige Explosion, Bombenangriff des israelischen Militärs, vergleichbar in etwa mit dem, was wir vor einer Woche, ziemlich genau vor einer Woche gesehen haben, den Angriff, bei dem dann später bekannt wurde, dass Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah dort ums Leben gekommen ist. Also massiver Angriff offenbar auf unterirdische Anlagen. Kurz vorher wurden Bewohner in dem Viertel dort gewarnt. Aber dramatische Bilder, aber natürlich auch Kampfhandlungen in anderen Landesteilen im Süden. Es wurde ja gerade schon gesagt, die Hisbollah gibt weiter bekannt, dass sie viele Raketen in Richtung Israel weiter feuert. Es gibt israelische Angriffe im Süden. Es gab auch diesen Angriff auf die libanesisch-syrische Grenze, also einen der Grenzübergänge, den viele Menschen in den letzten Wochen genutzt haben, um nach Syrien zu fliehen. Dort ist offenbar die Zugangsstraße jetzt komplett zerstört. Wir sehen Menschen, die jetzt zu Fuß da durch das Geröll und die Schäden dort gehen mit ihren Koffern, um trotzdem noch nach Syrien zu gelangen. Also die Kämpfe gehen offenbar unvermindert weiter hier im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Wie weit waren denn die Menschen vorab gewarnt vor diesen neuen heftigen Angriffen? Ja, es gab in dem Fall hier in Südbeirut eine Warnung kurz vorher, wo veröffentlicht wurde, um welche Ecke dieses Stadtteils es geht. Wir sehen das ja des Öfteren, dass es Warnungen gibt, wobei viele das Wort Warnungen hier nicht mögen, denn sie sehen sich auch wirklich als Opfer einer Vertreibung. Also gerade was die südlichen Landesteile betrifft, da hat das israelische Militär ja in der
Vergangenheit des Öfteren die Menschen aufgefordert, wenn sie ihr Leben retten wollen, zu fliehen, sie aufgefordert, ihre Heimatdörfer und Städte zu verlassen. Die Liste dieser Gemeinden wurde zuletzt länger und länger und den Menschen dann gesagt, ja, ihr müsst gen Norden, ihr müsst in Richtung der libanesischen Hauptstadt, in Sicherheit sein zu können. Und viele Menschen hier fühlen natürlich gerade, dass die Sicherheit auch hier nicht gegeben ist. Denn es gibt ja hier auch im Großraum Beirut viele Angriffe. Also die Menschen, die Zivilisten, die mit der Hezbollah-Miliz oft nichts zu tun haben, die hier ihren Weg nach Beirut finden, die sind verständlicherweise sehr wütend, aber auch einfach sehr erschöpft, weil sie gar nicht wissen, wie lange das Ganze jetzt noch gehen soll. Viele von denen leben hier auf der Straße, weil die Notunterkünfte voll sind. Heute melden auch Hilfsorganisationen, dass sie am Anschlag sozusagen sind. Also für die Menschen, die geflohen sind, eine dramatische Situation. Die Angriffe sollen dem möglichen Nachfolger des getöteten Hisbollah-Chefs Nasrallah gegolten haben. Um wen geht's da? Da geht es um Hashem Safieddin, eine schon vorher sehr führende Hisbollah-Figur, die, wie gesagt, als möglicher Nachfolger von Hassan Nasrallah, der ja vergangenen Freitag ums Leben gekommen ist, gehandelt wird. Es fehlt weiterhin eine Bestätigung seitens der Hisbollah, ob er denn wirklich den Posten übernimmt. Und es fehlt auch eine Bestätigung oder irgendeine Wortmeldung zu seinem Verbleib in der Attacke von gestern Nacht. Also wir wissen nicht, ob er sich dort zum Zeitpunkt des Angriffs dort befunden hat, ob er möglicherweise zu Schaden oder ums Leben gekommen ist. Also da ist die Informationslage sehr unklar. Sicher ist wohl, dieser Angriff galt einmal mehr führenden Hisbollah-Mitgliedern, die sich ja vor allem in diesen südlichen Vororten von Beirut oft unterirdisch offenbar aufhalten. Da wird man auf weitere Verlautbarungen warten müssen. Weiß man denn, wie die Hisbollah jetzt gerade oder in welchem Zustand sie sich befindet, nachdem ja eben etliche Funktionäre ausgeschaltet wurden, muss man ja praktisch sagen? Ja, sehr, sehr viele ausgeschaltet worden, getötet worden. Ja, wir sehen da sicherlich zwei Realitäten, die parallel nebeneinander existieren. Wir sehen, dass die Hisbollah offenbar weiter in der Lage ist, im Süden selbst anzugreifen, Raketen zu schießen in Richtung Israel. Also dort ist offenbar der Kampfeswille zumindest zu einem Grad nicht gebrochen. Aber natürlich sind sich Experten einig, dass die Organisation in ihrer Struktur und auch in ihren Fähigkeiten massiv geschwächt wurde durch all das, was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Also die Angriffe des israelischen Militärs auf Infrastruktur, auf viele, viele Hisbollah-Kommandeure und wichtige Köpfe, auf das Kommunikationssystem und jetzt eben auch der Beginn dieser Bodenoffensive, der Hisbollah weiter zusetzen dürfte. Aber der Krieg geht weiter und noch ist nicht absehbar, wie sich die Sache dann weiterentwickelt auf dem Schlachtfeld, muss man ja sagen. Jetzt ist der iranische Außenminister nach Beirut gekommen. Was bedeutet dieser Besuch? Sicherlich ein hochsymbolischer Besuch an einem Tag, wo die Stadt Beirut weiter unter Beschuss ist. Der Iran ist ja der große Verbündete und Förderer der Hisbollah immer gewesen, ist jetzt selbst in einem sehr eskalierenden Konflikt mit Israel. Iranische Außenminister hat hier in Beirut deutlich gemacht, dass er das auch als Symbol versteht, dass er jetzt in diesen schweren Tagen in den Libanon reist. Er hat sich bekannt zum Bündnis mit dem Libanon und auch mit dem Widerstand, so drückt man das ja aus, mit der Resistance, also dem Widerstand. Damit ist natürlich die Hisbollah und andere Gruppen der Israel-Feinde gemeint. Also ein klares Bekenntnis zum gemeinsamen Bündnis. Er hat sich mit der libanesischen Regierung, die ja nicht direkt mit der Hisbollah in Verbindung steht, aber auch mit anderen Figuren hier getroffen, die über Gesprächskanäle zur Hisbollah verfügen. Also ein symbolischer Besuch, inwieweit die Ankündigung, dass man dort weiter fest an der Seite stehe, dann auch mit Taten zu belegen ist und wie sich das Ganze in den nächsten Tagen entwickelt, das wird abzuwarten sein. Dankeschön, Simon Riesche aus Beirut.